Hallo, liebe Boondocker-Freunde. Nach dem Besuch eines waschechten rumänischen Bauernmarktes sind wir wieder unterwegs. Und zwar fahren wir durch das wunderschöne Secklenburger Land. Da der Tag bereits schon ganz schön weit fortgeschritten ist, wollen wir heute versuchen, noch Niklasmarkt zu erreichen, um dort in der Nähe übernachten zu können. Jedoch der Weg bis dahin bietet noch viele wunderschöne Aussichtspunkte und hübsche Dörfer. So wie hier eben, da wir vorzugsweise Passstraßen durch die Karpaten benutzen. Und seid ihr bereit? Dann kommt mit uns und lasst euch überraschen. Tja, eben haben wir noch die Aussicht genossen und jetzt geht es wieder abwärts. Die Wälder hier sind wirklich endlos. Und wie man oben schon gesehen hat, hier gibt es Bären, aber man bekommt sie nicht zu Gesicht. Dafür sind sie viel zu scheu. Wie ihr hier seht, sind die Schilder wieder zweisprachig. Im Secklenburger Land wohnen hauptsächlich Ungarn. Ganz zu meiner Freude, denn hier kann ich mich wieder verständigen. Von Solarzellen auf dem Dach bis hin zum Ochsenkarren findet man hier alles. Die Landschaft ist hier geprägt von sanften Bergen, weiten fruchtbaren Tälern oder Hochebenen, ich weiß das nicht ganz so genau, aber auch von dichten Wäldern. Hier gibt es noch viele kleine aktive Höfe. Und die Kleinfelderwirtschaft prägt das Land, welche oftmals noch mit Hand bearbeitet werden. So wie hier zum Beispiel, ich weiß nicht, was sie ernten, entweder Zwiebeln oder Kartoffeln. Auf dem Bauernmarkt war jedenfalls in diesen roten Säcken hauptsächlich Zwiebeln. Und hier ist wieder so ein schönes Dörfchen. Und die obligatorischen Storchennester dürfen natürlich auch nicht fehlen. Alles in allem wunderschöne, kleine, saubere Straßen durch die Provinz, abseits der Touristenwege. Aber eben nur so kann man das echte Rumänien erleben. Und dann haben wir Secklenburg erreicht. Sie gehört zum östlichen Teil Siebenbürgens. Sie liegt zwischen dem vulkanischen Hagida-Gebirge und dem Ziuggebirge auf sehr fruchtbarem Land. Für Geschichtsfans ist Secklenburg natürlich auch sehr ergiebig und auf jeden Fall einen Besuch wert. Und endlich sind wir in Niklasmarkt angekommen. Erstmals erwähnt wurde die Stadt 1332 und gehörte zu Ungarn. Später wanderten viele Armenier hier ein, wurden aber mit der Zeit von den Ungarn assimiliert. Mal gehörte die Stadt zu den Habsburgern, dann wieder zu den Ungarn, hin und her ging das und heute ist sie rumänisch. Die Amtssprache ist Rumänisch und Ungarisch, was übrigens von einer großen Toleranz in Rumänien zeugt. Und ich denke mal, davon können sich viele Länder eine Scheibe von abschneiden. Und so manch inländischer Zwist bis hin zum Krieg würde vielen Völkern viel Leid und Elend ersparen. Aber gut, ist nur meine Meinung. So, jetzt aber machen wir uns auf die Suche auf unseren Stellplatz und fanden dieses Kleinod. Es liegt gleich hinter Niklasmarkt in einem der vielen kleinen tiefen Täler mitten im Wald. Ist das nicht idyllisch? Allerdings hatten wir eines nicht bedacht. Diese kleinen tiefen Täler haben nur ganz wenig Sonnenlicht am Tag. Und es wurde bei Zeiten kalt, sehr kalt. Obwohl wir von einem Einheimischen gewarnt wurden, hätten wir es nicht für möglich gehalten, wie kalt es wurde. Und Internet gab es ja auch nicht. So kuschelten wir uns abends um 8 in unsere Betten. So, es ist Samstag. Wir sind auf dem Weg zur Bikat-Schlucht. Die Nacht war arschkalt mit 3 Grad. Wir haben sogar die Heizung angeschmissen. Wir sind ja wieder auf der Passstraße
und machen am Pankarati-Pass einen kurzen Zwischenstopp. Von hier hat man natürlich wieder eine wunderschöne Sicht auf die Ostkarpaten. Und wenn man dann wieder nach unten fährt, sieht man viele schöne Stellplätze in der Nähe des Lac Roule Roisou, unser nächstes Ziel. Tja, und weil wir den Abend vorher so zeitig ins Bett sind, sind wir natürlich auch sehr zeitig aufgestanden. Und somit hatten wir Glück, dass am Lac Roule Roisou noch wenig los war. Also gingen wir erstmal zum Touristen-Hotspot, um uns kundig zu machen, machten zwei obligatorische Fotos und wollten dann um den See herumwandern. Naja, mit den Herumwandern wurde es dann nichts, es fehlte schlichtweg eine Brücke. Aber auch so ist dieser sagenumwobene See wunderschön. Der Lac Roule Roisou ist ein natürlicher Stausee, entstanden nach einem Erdbeben von 6,9. Einer Legende nach hat er ein ganzes Dorf unter sich begraben und hat deshalb rotes Wasser, das Blut der Dorfbewohner. Aber es gibt da noch andere Legenden von einer Königstochter und einem Räuber, auch mit Blut beladen. Jedoch das gelegentliche Auftreten von roter Farbe ist wissenschaftlich erklärbar, und zwar durch Eisenoxiden und Hydroxiden. Jedoch die märchenhafte Legende von der Königstochter und den Räuber finde ich am schönsten, die aber hier zu erzählen, würde viel zu lange dauern. Auf jeden Fall ist es ein wunderschöner See. Und gleich muss ich euch etwas zeigen, was ich während der Bearbeitung dieses Filmes erst entdeckte. Ich zeige es euch mal in Zeitlupe. Schaut mal auf die dunkle Stelle an diesem Felsen. Da rechts unten. Da ist kein Loch im Fels. Und auch so ist dahinter kein Wasser. Und doch sieht es aus, als ob da vertikal eine Pfütze ist. Was natürlich unlogisch ist. Aber was kann es sein? Spiegelung? Das wäre natürlich ein seltenes Phänomen. Was mir da vor die Linse gekommen ist. Was ist eure Meinung? So, weiter geht es zur Bigat-Schlucht. Mal sehen, was uns da erwartet. Tja, wir hatten wieder das Glück, wir waren sehr zeitig da. Obwohl da auch schon viel Betrieb ist, aber jetzt ist es Wahnsinn. Stimmt, denn jetzt wurden die Touristen mit Bussen angekarrt. Ein Bus nach dem anderen. Aber die Strecke zur Schlucht hin, die war schon schön. Die sich vor uns auftürmenden Bergmassive imposant, aber manchmal auch bedrohlich, wenn man dann die kleinen Häuschen davor sieht. Und dann wurde die Straße immer enger. Mal gab es hellere, dann wieder dunklere Passagen, aber die Straße war im besten Zustand. Und diese Felsnadel hier, die erschien uns doch so interessant, dass wir einmal anhielten. Und der Parkplatz verhieß eigentlich nichts Gutes. Ihr seht es, der erste Bus und der übliche Touristennepp. Aber egal, von irgendwas müssen die Menschen ja hier leben. Aber der Fels ist tatsächlich sehr interessant. Dieser Fels soll wohl Altarstein heißen und wird von einigen Bergsteigern wohl gerne erklettert. Irgendwie erinnert er mich an den Spruch, ein einsamer Fels in der Brandung. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieser Klamm. Naja, und viel mehr muss ich ja wohl nicht erwähnen. Ich bin einfach nur entsetzt. Na und die Beschallung erst, gut, dass wir die Fenster oben haben. Kurz und gut, wir finden es furchtbar, andere vielleicht schön, Geschmäcker sind verschieden. In unseren Augen jedenfalls tut das dieser wunderschönen Kulisse überhaupt nicht gut.
Ach übrigens, und was ich noch erwähnen wollte, oberhalb dieser Klamm geht auch eine Straße lang und führt auch zu einmaligen Felsformationen. Na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, nun haben wir die Bikatsch-Klamm hinter uns gelassen und fahren weiter auf einer wunderschönen Strecke. Unser Fazit: Die Klamm selbst ist sehr schön und man muss sie doch mal gesehen haben. Aber ein zweites Mal würden wir die Strecke nicht fahren. Vermutlich würden wir die unbekanntere Strecke oberhalb der Klamm wählen. Denn außer der Klamm hier hat Bikatsch noch so viel mehr anzubieten an Naturschönheiten. Sei es mit Auto, zu Fuß oder mit Fahrrad. Und jetzt haben wir den Bikatsch-Staudamm erreicht. Also ich weiß nicht, was ist denn hier los in Rumänien? Der letzte Staudamm hatte schon eine Veranstaltung und dieser hier auch. Wir kommen gar nicht mal an den Hafen ran. Na gut, fahren wir also erstmal weiter. Es wird sich schon ein Fleckchen geben, wo wir an dem Stausee halten können. Hoffen wir zumindest. Er soll ja recht groß sein. Also wie man hier an den strampelnden Radfahrer sieht, scheint es sich um ein Radrennen zu handeln. Ist natürlich blöd für ihn, wenn ja auch noch die Autos fahren. Aber die Strecke war ja nicht total abgesperrt. Und dann haben wir doch noch ein Plätzchen gefunden, um den Stausee von oben zu genießen, verbunden mit einer kleinen Kaffeepause. Ich denke, die haben wir uns heute verdient, denn mittlerweile ist es ziemlich warm geworden. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Wir haben noch eine ganze Menge Kilometer zu schrubben bis zu unserem nächsten Ziel. Jedoch denken wir, werden wir das heute nicht mehr schaffen. Wir sind wieder auf irgendwelchen Nebenstraßen, wo vermutlich nicht viele Autos fahren, denn die Bauern haben uns erst recht spät bemerkt. Naja, und die Straßen sind ja auch alles voller Kühe. Aber eines kann ich sagen, die Region Siebenbürgen und Moldau ist wunderschön. Und hier sind wir gerade dabei, unseren nächsten Stellplatz anzufahren. Und dass er abgelegen ist, sieht man ja wohl hier an der Straße. Asphalt endet, Schotter beginnt. Schotter endet, Wiese beginnt. So. Da sind zwei Huckel. Na Leute, was sagt ihr dazu? Rumänien, das Land der Freisteher. Eines der letzten Länder, das uns diese Freiheiten noch bietet. Wir sind entzückt. Und so ganz herrlich, völlig allein. Naja, nicht ganz. Wenn man denkt, man ist mal alleine. Aber in Rumänien ist man nie alleine. Zu uns gesellten sich noch ein Pferd und eine Kuh. Bis jetzt. Ach nee, da kommt noch eine. Aber die ist auch hübsch. Mal sehen, was da noch so alles kommt. Okay, und dort kommt der Nachschub. Und auffällig, alle Kühe sehen noch aus wie Kühe. Klein, wehrfähig und hübsch. Nicht wie diese überzüchteten, kranken Hochleistungstiere.
Und so langsam fing die Anzahl der Kühe sich zu einer ausgewachsenen Herde zu entwickeln. Von allen Seiten strömten sie zu uns, sogar durch das Wasser. Und unseren Essplatz hielten die Rindviecher auch besetzt. Und wer war schuld? Na, der da. Selber kam er zwar nicht rüber, aber wir fühlten seine Anwesenheit. Irgendwie hatten wir das Gefühl, dass die Hirten in Rumänien sich sehr gerne verkrümelten und das Geschehen aus einem Versteck zu beobachten. Aber ganz ehrlich, es störte uns nicht. Denn schließlich ist es für uns als Gast in diesem Land ganz selbstverständlich, das Territorium mit den Einheimischen zu teilen. Auch wenn die eine oder andere Kuh gerne mal selbst in den Wagen reinschauen würde. Aber im Großen und Ganzen hat dieses Glockengeläut von den Kühen etwas Idyllisches. Wie auch dem Angler im Fluss zuzusehen. Ab und zu schien er auch etwas zu fangen. Nach einer ruhigen Nacht ohne Kühe fuhren wir am frühen Morgen weiter. Wieder ging es auf kleinen Straßen vorbei an urigen Dörfern. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, man fährt durch ein Museum. Unser Ziel für heute wird das Kloster Voronezh sein. Und dann geht es in den Karpaten wieder mächtig nach oben, denn wir fahren wie üblich wieder eine Passstraße. Und dann in menschenleerer Gegend, auf höchster Stelle, steht dann dieses kleine Gebäude hier. Ja, die Rumänen sind ein sehr, sehr gläubiges Volk. Und wer weiß, was sie bewegte, hier so etwas hinzubauen. Aber hübsch sieht es ja aus vor dieser grandiosen Kulisse hier. Vermutlich 1995 gebaut, ist es noch sehr jung. Und wie machen die das nur mit den Kreuzen? Egal wie hoch die sind, aber sie sehen immer aus wie frisch geputzt. Klettern die da etwa hoch? Tja, hier ist nichts als Wald. Wald, Wald, Wald. Zwischendurch ein paar Wildsammler, nehme ich an. Zum Nachmittag haben wir dann endlich Voronezh erreicht. Die Parkplätze sind alle besetzt und der Andrang ist groß. Aber das stört uns nicht, wir wollten sowieso heute noch nicht das Kloster besichtigen. Und so suchen wir uns einen Stellplatz genau mittendrin bei den Einheimischen. Und obwohl er nicht vor Einsamkeit strotzte, hatten wir viel Spaß und es war genau die richtige Wahl. Ich kann sowas nur jedem empfehlen. Seid ihr bei den Einheimischen, dann habt ihr die Lebensfreude pur um euch. Und wie ihr hier das seht, genießt das Ingo in vollen Zügen. So, und mit diesen letzten Bildern von Voronezh möchte ich mich für heute bei euch verabschieden. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil. Und wenn euch dieser Film wieder gefallen hat, klickt mit den Daumen nach oben. Wollt ihr auf den Laufenden sein, abonniert den Kanal. Ansonsten denke ich, sehen wir uns wieder. Also bis dahin, wir sehen uns wieder unterwegs. Tschüss und bye bye. Ach, und ehe ich es ganz vergesse, nochmals vielen Dank an den edlen Spender, der des Öfteren mal unsere Diesel- bzw. Kaffeekasse klingeln lässt. Also vielen lieben Dank dafür.